auf den Tagesordnungspunkt 63, Antrag der Fraktion der CDU, Treffen eine Aktuelle Stunde, Landesprogramm Sport und Flüchtlinge, Hessen bundesweit der Vorreiter bei der Förderung des ehrenamtlichen Engagements, mit dann anschließend dem Dringlichen Entschließungsantrag Top 73. Der Kollege Horst Klee hat das Wort für die CDU-Fraktion. Wir wünschen ihm alles Gute. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, dass ich mit dieser Aktuellen Stunde einen bescheidenen Beitrag leisten kann, um in Richtung der Friedfertigkeit des Weihnachtsfestes einen Beitrag zu leisten. In diesen Tagen sprechen wir viel über die Herausforderungen, die aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen vor uns liegen. Was zählt, ist nicht nur Reden, sondern entschlossen zu handeln. Das tut die Koalition aus CDU und GRÜNEN in Hessen. Im letzten Plenum haben wir im Rahmen der Haushaltsberatungen bereits eingehend über den Aktionsplan der Landesregierung zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gesprochen. Gestern wurde die Verabschiedung dieses Plans beschlossen, und ich bin ausdrücklich dankbar, dass die Sozialdemokraten mit im Boot sind. In der heutigen Aktuellen Stunde möchte ich mich dem Sport widmen. Der Sport ist seit jeher ein Brückenbauer zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, zwischen Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Nationalität oder verschiedenen Glaubens. Der Sport ist daher hervorragend geeignet, zur Integration von Flüchtlingen beizutragen, die bei uns bleiben werden. Das dient dem gesellschaftlichen Frieden und dem Zusammenhalt in unserem Land. Die Landesregierung hat das erkannt und ein bundesweit bislang einzigartiges Förderprogramm für Sport und Flüchtlinge aufgelegt. Was leistet das neue Programm? Die Kernidee sind sogenannte Sportcoaches, die auf die Flüchtlinge zugehen und den Kontakt herstellen zu Sportvereinen, Asylbetreuung und Flüchtlingsinitiativen. Die Sportcoaches kümmern sich gemeinsam mit den Sportvereinen und den Trainern in den Gemeinden um Wege, wie Flüchtlinge vor Ort Sport treiben und in die Sportangebote von Vereinen integriert werden können. Sie begleiten die Flüchtlinge in der Anfangszeit und helfen bei Fahrgemeinschaft und weiteren Diensten. Über das Programm des Landes erhalten Sie eine kostenfreie Schulung durch die Sportjugend und eine Aufwandsentschädigung, die die Fahrtkosten einschließt. Auch der Versicherungsschutz ist gewährleistet. 2 Millionen € stellt das Land Hessen dafür zur Verfügung. Anträge können von Städten und Gemeinden gestellt werden, in denen mehr als 40 Flüchtlinge untergebracht sind. Die Förderung beträgt zwischen 5.000 bis 25.000 €. Gemeinden mit Erstaufnahmeeinrichtungen oder Notunterkünften können zusätzlich bis zu 25.000 € Fördergeld erhalten. Auch Gemeinden mit weniger als 40 Flüchtlingen können im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit Anträge stellen. Das ist konkrete, praktische Hilfe vor Ort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus eigener Erfahrung von fast 45 Jahren als Vorsitzender eines Fußballvereins kann ich sagen, der Sport war schon immer ein kraftvoller Motor der Integration. Ich meine, danke schön, Kollege Warnecke, freundlicher Beifall. Ich meine nicht nur den Spitzensport. Natürlich sind junge Leute wie unser hessischer Fußballweltmeister Mustafi, die der Jugend ein Vorbild sind, ein Ausdruck, dass unsere Gesellschaft jeden Einzelnen unendlich große Chancen bietet und dass jeder es schaffen kann. Wichtiger aber noch ist die Bedeutung des Breitensports. Wenn Kinder bei Sportspiel Erfolg, Misserfolg kennenlernen, Siege feiern, mit Niederlagen umgehen, wenn sie gemeinsam mit der Mannschaft Kameradschaft, Anerkennung, Respekt und Zusammenhalt erleben, wenn sie merken, dass es sich lohnt, sich anzustrengen
Und wenn Sie sehen, dass sich Fairness, Fleiß, Ordnung und Disziplin auszahlen, dann ist das ein Erfolg für die Integration und für den Zusammenhalt, der unbezahlbar für jeden Einzelnen und für unsere gesamte Gesellschaft ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe an fast jedem Tag die Gelegenheit, mir Trainingseinheiten oder Spiele von 388 Kindern und Jugendlichen meines Vereins anzuschauen und mitzuerleben, mit welcher Freude und Begeisterung alle bei der Sache sind. Sie kommen aus über 50 Herkunftsregionen dieser Welt, und über 80% dieser Kinder und Jugendlichen haben ein Elternteil ausländischer Herkunft. Sie sprechen alle Deutsch und verhalten sich nach einheitlichen Regeln im Sport. Diese Arbeit ist für meine Heimatstadt unverzichtbar und ist angewandte Sozial- und Integrationspolitik. So müssen wir mit unserem hessischen Programm in diese Richtung kommen. Ich bin der hessischen Sportjugend und der Landesregierung sehr dankbar für das neue Förderprogramm. Damit setzen wir die richtigen Akzente, um das Potenzial des Sports für die Integration von Flüchtlingen zu nutzen. Nachdem bereits das Modellprojekt der Sportjugend erfolgreich verlaufen ist, hoffen wir jetzt auf zahlreiche Anträge von Gemeinden und zahlreiche Freiwillige, die sich als Sportcoach melden. Ich hoffe, dass unserem dringlichen Entschließungsantrag alle Fraktionen zustimmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, war fast eine Zeit. Ja. Vielen Dank, lieber Horst Klee. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich stimme Herrn Klee bei all den Aussagen, die er getroffen hat, zu. Und glaube, dass es auch wichtig ist, in dieser Diskussion die besondere Bedeutung, die besondere integrative Bedeutung des Sports auch hervorzuheben. Sportvereine leisten eine wichtige Arbeit im Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Bildung, aber vor allem der Integration. Sie sind unbestritten ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Diese Aufgaben leisten die Sportvereine bereits seit vielen, vielen Jahrzehnten, meist unentgeltlich. Im Bereich der Integration war und ist ihr Anteil am Abbau von Vorbehalten gegenüber Migrantinnen und Migranten sowie der Aufbau, wie ich sagen will, von Brücken zwischen den Menschen von unschätzbarem Wert. Und genau dieses Engagement wurde meines Erachtens in der Vergangenheit nicht ausreichend öffentlich gewürdigt und rückt erst jetzt im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte verstärkt in den öffentlichen Blick. Ich gehe davon aus, dass wir nahezu alle hier im Landtag diese herausragende gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in unseren Sportvereinen so sehen. Aber leider bei der hessischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach ist dies offenbar nicht so. Sie diffamiert die Arbeit der Sportvereine und schürt damit ausländerfeindliche Ressentiments. So war in einem insgesamt kruden Interview in der FAZ vom 15. Oktober 2015 Folgendes zu lesen. Ich darf zitieren. Eine Bekannte wollte ihren Sohn in einem traditionsreichen Fußballverein in Frankfurt anmelden. Kein Platz frei, sagte man ihr. Als sie sich den Verein anschaute, stellte sie aber fest, dass es für türkische und marokkanische Jungs sehr wohl Plätze gab. Meine Damen und Herren, ich halte eine solch erfundene Aussage für unerträglich, schäbig und im höchsten Maße ausländerfeindlich. Hier wird die Arbeit Zehntausender Ehrenamtlicher in den Sportvereinen engagierter Menschen untergraben und diffamiert. Diese Aussage steht zudem im diametralen Gegensatz zu all den Bemühungen derer in der CDU, die sich für den Vereinssport seit vielen, vielen Jahren engagieren. Ich hätte gern den Herrn Ministerpräsident gefragt, insbesondere in seiner Funktion als Landesvorsitzender der CDU,
was er von der Aussage seiner Parteikollegin Steinbach hält. Ich hätte und würde nach wie vor erwarten, dass er hier und heute dazu Stellung nimmt, weil das wäre dann in der Tat ein Beitrag zur Friedfertigkeit am heutigen Tage. Denn ansonsten, meine Damen und Herren, würde, wenn das so stehen bleibt, die CDU ihren heute eingebrachten Antrag zum Landesprogramm Sport und Flüchtlinge, dem wir im Übrigen uneingeschränkt zustimmen werden, selbst absurdum führen. Meine Damen und Herren, es gibt viele gute Gründe, eine ausreichende Förderung des Breitensports sicherzustellen. In seiner gesellschaftlichen Bedeutung und seinen vielen positiven Effekten vor Ort ist eine solche Förderung letztendlich auch ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. Das ist unser Verständnis. Die Schuldenbremse und der kommunale Schutzschirm haben bei den Sportvereinen vor Ort vielfach zu Kürzungen der Zuschüsse und zu hohen Hallenbenutzungsgebühren geführt. Ich spreche dies an, damit klar wird, dass bei dem begrüßenswerten Sonderprogramm wir nicht stehen bleiben dürfen. Wer den Sport als Integrationsmotor sieht, der muss für eine solide Grundfinanzierung der Sportvereine vor Ort sorgen. Nur wenn die Vereine finanziell dauerhaft und ausreichend ausgestattet werden, können sie ihre vielfältigen, auch gesellschaftlichen Aufgaben wirkungsvoll und erfolgreich fortführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Als Nächster spricht Kollegin Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie schon meine Vorredner dargestellt haben, bietet das Landesprogramm Sport und Flüchtlinge einen guten Ansatz, um Flüchtlingen ein niedrigschwelliges Angebot zur Integration zu ermöglichen. Und im Gegensatz zu Ihnen vonseiten der CDU fällt uns kein Zacken aus der Krone, auch einmal Initiativen zu loben, die von der Landesregierung kommen und trotzdem sinnvoll sind. Ich bin froh, dass Sie den Antrag der Sportjugend Hessen aufgegriffen haben und neben Fördergeldern für die Kommunen auch die Qualifizierung und den Einsatz von Sportcoaches fördern. Meine Damen und Herren, die wichtigste Voraussetzung für die Integration von Flüchtlingen in Sportvereine hat zweifelsohne schon vor Monaten der Landessportbund geschaffen, indem er einen eigenen Versicherungsschutz für Flüchtlinge in seinen Mitgliedssportvereinen abgeschlossen hat. Und ich weiß, dass es in Sportvereinen viele engagierte Menschen gibt, die sowohl ihr sportliches als auch ihr ehrenamtliches Know-how gerne in die Flüchtlingsarbeit einbringen wollen. Ich weiß aber auch, dass viele von denen seither unsicher waren, wie sie das machen könnten. Rechtliche Unsicherheiten, Sprachbarrieren und weitere Hürden haben in der Vergangenheit oft verhindert, dass Vereine Flüchtlinge schon früher integriert haben. Und mit diesem Programm wird eine weitere Voraussetzung geschaffen, dass diejenigen, die sich engagieren wollen, selbst Versicherungsschutz genießen, Fahrtkosten abrechnen können und sich weiter qualifizieren und mit anderen austauschen können. Meine Damen und Herren, seit Herbst 2014 gibt es drei Modellprojekte der Sportjugend Hessen in Bezug auf den Einsatz von Sportcoaches sowohl in Butzbach, Egelsbach und Maintal. Die Erfahrungen damit sind durchgängig positiv. Deshalb ist die Zielrichtung und die Absicht des Programms Sport und Flüchtlinge richtig und ein wichtiger Teil der Förderung ehrenamtlichen Engagements. Sport hat unbestritten eine enorme Integrationskraft und bietet Flüchtlingen oftmals außerhalb ihrer Unterkunft die erste und einzige Möglichkeit für Außenkontakte. Und wenn es um eine positive Willkommenskultur geht, bieten Sportvereine dafür ein optimales Umfeld. Und insbesondere dann,
wenn ehrenamtliche Mitglieder ihre Hilfe anbieten, ist es eine hervorragende Möglichkeit, egal ob es um die Vermittlung von Werten wie Fairness, die Einhaltung von Regeln, Disziplin, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft oder den Aufbau von Freundschaften geht. Sportvereine bieten Raum, damit sich Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen, unterschiedlichen Alters und auch unterschiedlicher Hautfarbe kennenlernen, austauschen und Erfahrungen machen können. Und gerade für Menschen, die wenig Abwechslung im Tagesablauf haben, und damit meine ich nicht nur die, die dauerhaft hier bleiben können. Es sind ja auch die, die in Landesaufnahmeeinrichtungen sind und nicht wissen, ob sie dauerhaft hier bleiben können. Für Menschen, die in ihrer Heimat entwurzelt wurden, ist sportliche Betätigung nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern bietet auch die Möglichkeit, ihnen unkompliziert wieder das Gefühl von Gemeinschaft und Nähe zu geben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist weiterhin positiv, dass das Programm in enger Zusammenarbeit mit der Sportjugend Hessen durchgeführt wird. Damit ist gewährleistet, dass konzeptionell eine Organisation in die Umsetzung des Programms eingebunden ist, die nachweisbar, sowohl im Hinblick auf ehrenamtliches Engagement, aber auch im Hinblick auf Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fundierte Erfahrungen hat. Was die Qualifizierung der Sportcoaches anbelangt, wird diese nicht dem Zufall überlassen, sondern von Menschen durchgeführt, die fachlich dafür qualifiziert sind. Ein Punkt, den man noch einmal überdenken sollte, ist die Antragsberechtigung. Kreise sind oft diejenigen, die federführend die Flüchtlingsbetreuung organisieren. Deshalb wäre zu prüfen, ob auch Kreise in den Kreis der Antragsberechtigten aufgenommen werden könnte. Wenn eine Gemeinde nicht initiativ werden will, dass dann auch Kreise die Möglichkeit hätten, Anträge zu stellen, z.B. auch in Absprache mit dem jeweiligen Sportkreis. Ich bitte, dies als Überlegung mal mitzunehmen und eventuell auch nachzubessern, wenn sich zeigt, dass bürokratische Hürden bestehen, die verhindern, dass noch mehr Vereine sich beteiligen. Also nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für teilnehmende Vereine und Gemeinden muss das Angebot ein niedrigschwelliges sein und unnötiger bürokratischer Aufwand vermieden Kollegin werden. Kollegin Hartmann, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Sport und Flüchtlinge sind die zwei wohl einzigen Themen in der Landespolitik, wo es einen breiten Konsens gibt. Wir werden auch aus der Opposition heraus dafür werben, dass viele Vereine, viele Gemeinden von diesem Angebot Gebrauch machen. Und ich würde mir ebenso wie mein Vorredner wünschen, dass auch in der CDU auch alle Mitglieder und insbesondere Funktionäre offensiv für die Inanspruchnahme und für die Umsetzung dieses Programms werben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist schon eine mittlerweile absolute Binsenweisheit, die wir auch heute schon mehrfach gehört haben, dass die integrative Wirkung des Sports kaum hoch genug einzuschätzen ist. Es gibt nahezu keine Konstellation, in der völlig fremde Menschen aufeinandertreffen und sich auch ohne jedwede gegenseitige sprachliche Kommunikationsmöglichkeit dennoch sehr schnell verstehen, sich schnell verständigen können. Darüber hinaus schafft es schon grundsätzlich eine niedrigschwellige Möglichkeit, überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, auch mit anderen Kulturen zu kommen. Auch der Spracherwerb wird natürlich über die praktische Anwendung im Alltag mit Muttersprachlern und den möglichst täglichen Anreiz, das Erlernte auch im Alltag einzusetzen, befördert. Dies alles sind sicher auch gewichtige Argumente dafür, dass in Artikel 62a der Hessischen Verfassung durch die Bürger dieses Landes der Sport als Staatsziel festgeschrieben worden ist. Meine Damen und Herren, das ist hier die richtige Stelle, und der Kollege Klee hat es auch schon angesprochen, um dem Ehrenamt im Sport
zu danken, den vielen tausenden Menschen, die dort ehrenamtlich tätig sind. Ich begrüße deswegen ausdrücklich auch den vorliegenden Antrag der Koalition, der vielleicht das eine oder andere, was die Leistung der Landesregierung etwas überhöht, aber ansonsten in die richtige Richtung geht, den man jedenfalls beschließen kann, insbesondere soweit es um den Dank an die Ehrenamtlichen geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die hessischen Sportvereine, das heißt die vielen ehrenamtlich tätigen Vorstände, Übungsleiter, Betreuer vor Ort, haben die aus der Flüchtlingskrise resultierende Herausforderung für sich längst angenommen. Land auf, Land ob gibt es gesonderte Programme, die Vereine selbst initiiert oder auch in Kooperation mit anderen Vereinen oder Sportkreisen umgesetzt haben. Hierbei haben sie entweder mit Unterstützung der kommunalen Strukturen oder direkt mit Helferkreisen in den Aufnahmeeinrichtungen Lösungen gefunden, Angebote zu koordinieren und Kontakte zu den Flüchtlingen herzustellen. Ich sage sehr deutlich, wir können stolz darauf sein, welcher Aufwand hier vielenorts von den Vereinen bereits betrieben wird. Da werden aus Mitteln des Vereins oder aus gesondert eingeworbenen Spenden Sportkleidung, Sportmaterial angeschafft. Da werden etwa auch zusätzliche Angebote speziell für weibliche Flüchtlinge organisiert, weil die in der Regel aufgrund vielfach gegebener kultureller Unterschiede größere Hemmungen haben, sich an sportlichen Angeboten zu beteiligen. Teilweise werden über diese eigentliche Arbeit im Sportbereich hinaus zusätzliche Helfer angeworben, die übersetzen, die bei Behördengängen unterstützen oder sogar eigene Sprachkurse anbieten. Ein Bereich übrigens, in dem das staatliche Angebot, da sind wir uns hoffentlich einig, noch immer nicht ausreicht. Das jetzt von der Landesregierung aufgelegt und zusammen mit der Sportjugend ab 2016 durchzuführende Förderprogramm ist für diese Arbeit der Vereine, ich will das mal so sagen, eine nette Ergänzung, wenn auch nicht viel mehr. Die im Programm hinterlegten 2 Millionen € sollen in erster Linie dafür verwendet werden, sogenannte Sportcoaches in den Kommunen zu installieren. Damit hat die Landesregierung eine Initiative des Landessportbundes, vor allem der Sportjugend, aufgegriffen. Das ist gut so. Allerdings sage ich noch einmal bezüglich der Bedeutung des Programms, sollte die Landesregierung die Kirche im Dorf lassen, wenn man bedenkt, wie der Umfang ist, die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die bereits jetzt geleistet werden, geht in ganz andere Dimensionen als die Summe von 2 Millionen €. Die sind dann im Vergleich dazu ein gut gemeinter und auch guter Tropfen auf den heißen Stein. Die Sportvereine, und das will ich zum Schluss ansprechen, tragen sich vielerorts auch in Bezug auf die Flüchtlingskrise mit ganz anderen Problemen, ob das die finanzielle Lage der Kommunen ist. Was nützt das Programm in Höhe von 2 Millionen €, wenn auf der anderen Seite die Kommunen die Mittel für die Sportförderung kürzen müssen, unter anderem aufgrund der Politik der Landesregierung in Zusammenhang mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. Wir haben das an anderer Stelle ausführlich erörtert. Jedenfalls ist es wichtig, dass die Kommunen auch weiterhin die Möglichkeit haben, selbst Sportförderung zu betreiben. Das ist viel wichtiger, das muss man schon in der Relation sagen, als das nette kleine Programm der Landesregierung. Und ein zweites Stichwort, meine Damen und Herren, will ich erwähnen. Das ist die Frage der Belegung von Sporthallen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Was nützt es, wenn zwar Geld für die Ausstattung mit Trainingsmaterial da ist, aber im Winter keine Hallenzeiten zur Verfügung stehen? Das, meine Damen und Herren, das birgt die Gefahr sozialer Konflikte. Zwischenzeitlich waren in Hessen bis zu 30 Sporthallen belegt. Ich bin der Landesregierung sehr dankbar. Ich sage das sehr deutlich an dieser Stelle, welche Anstrengungen quer über das Land übernommen worden sind, um diese vorübergehenden Notwendigkeiten möglichst schnell zu beenden, für angemessene Unterkünfte zu sorgen. Das ist wichtig. Kollege Greilich, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Das ist wichtig, gerade weil wir integrieren wollen, weil wir eine positive Stimmung erhalten möchten. Deswegen dürfen wir die Vereine und die Bürgergesellschaft nicht überfordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Programm der Landesregierung ist ein guter Anfang. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dabei sollten wir es belassen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will am Anfang der Debatte doch noch einmal feststellen, dass mich freut, dass wir
eine alte Tradition in diesem Hause fortsetzen, nämlich dass wir uns dem Grunde nach hier relativ einig sind, wenn es um den Bereich der Sportpolitik geht. Das will ich am Anfang einmal feststellen. Ich bin sehr dankbar dafür, auch, dass der Kollege Klee mit all der Erfahrung, die er ja auch in diesem Bereich hat, als Vereinsvorsitzender Biebrich 02, mit all dem, was dort an integrativen Maßnahmen stattfindet, hier das auch begründet hat, unseren Antrag zu diesem Punkt. Ich glaube, wir sollten uns bei allen Streitigkeiten, die wir ja an vielen Punkten ausführen können hier im Hessischen Landtag, an diesem Punkt doch einmal einig sein, dass wir sagen, alles, was unternommen werden kann, um Integration zu befördern, sind gute und sinnvolle Maßnahmen. Und gerade der Sport bietet sich für diese Maßnahmen an. Und deswegen bin ich äußerst dankbar, dass die Landesregierung dieses Programm aufgelegt hat. Wir haben ja die ganze Woche über an verschiedenen Punkten über die Frage geredet, Unterbringung von Flüchtlingen, schwierige Situationen, wie wir die Unterbringung gestalten, eine große Herausforderung für alle, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes, aber auch gerade für die, die bei uns in den Kommunen ehrenamtlich tätig sind und ohne die, die dieses ehrenamtliche Engagement vor Ort bringen, das, was wir leisten müssen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, überhaupt nicht leistbar wäre. Deswegen muss man in solch einer Debatte, finde ich, auch noch einmal sagen, dass wir äußerst dankbar sind und dass wir anerkennen, diese Arbeit, die dort vor Ort von Ehrenamtlichen erbracht wird. Aber wenn wir über die Unterbringung auf der einen Seite reden, dann müssen wir, glaube ich, auf der anderen Seite auch darüber reden. Und da setzt ja das Programm auch an. Was machen wir mit denen, die langfristig Aufenthalt bei uns haben werden? Und wir werden viele von denen, die zu uns gekommen sind, die aus schwierigen Regionen kommen, die aus Kriegsregionen kommen, die traumatisiert sind, die Teile ihrer Familie zurückgelassen haben, viele dieser werden lange hier bleiben, und wir müssen zusehen, dass sie gut integriert werden. Wir haben das Maßnahmenpaket der Landesregierung für diesen Bereich gemacht. Das haben wir im Haushalt, finde ich, auch mit viel Geld hinterlegt. Von daher verstehe ich auch ein bisschen die Kritik des Kollegen Greilich nicht, aber okay. Und wir müssen eben auch in anderen Bereichen, und das machen wir im Bereich des Sportes, eben auch Maßnahmen ergreifen, um hier integrativ zu wirken. Und da bietet, wie gesagt, der Sport eine große Chance. Ich verstehe auch den Hinweis, den der Kollege Schaus nicht vorhin hier gegeben hat, was die Frage der Vergangenheit angeht, überhaupt nicht. Die hessische Sportjugend hat immer sehr intensiv im Bereich der Integration gearbeitet. Viele Sachen, die im Bereich der Sportjugend gemacht worden sind, sind im Bereich Integration und Sport gemacht worden. Die haben immer die Unterstützung des Landes und der Landesregierung gehabt. Das haben wir hier im Landtag auch immer alle mitgetragen. Deswegen verstehe ich auch dieses kleinkarierte Rumkritteln des Kollegen nicht. Aber das muss er sich vielleicht selber einmal vor Augen führen, was er dort macht. Wir waren da, meine Damen und Herren, immer vorbildlich. Und mit dem Programm, das hier aufgelegt werden soll, werden wir auf der einen Seite Sport- und Bewegungsangebote der Sportvereine vor Ort fördern, in Städten und Gemeinden. Wir werden aber auf der anderen Seite auch den Einsatz von Sportcoaches fördern, die Kontakte zwischen Vereinen, zwischen Einrichtungen und Flüchtlingsunterkünften, aber auch den Flüchtlingen selber herstellen sollen. Das finde ich eine gute Herangehensweise. Ich war neulich bei mir im Landkreis auch bei der Sportjugend im Sportcamp am Edersee, wo wir diese Thematik diskutiert haben mit Vereinen aus meiner Region, wo genau das angemahnt worden ist, dass man Leute braucht, die in diesem Bereich unterstützend wirken. Die Vereine machen sehr viel, die Vereine sind sehr aktiv in diesem Bereich unterwegs, aber es braucht Leute, die ein bisschen Koordinationsfunktionen übernehmen, die vielleicht Wege gehen, die ehrenamtliche Vereinsvorsitzende nicht machen können. Und genau da setzt dieses Programm an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Programm in Hessen auch initiieren, meine Damen und Herren. Sport ist international. Sport spricht alle Sprachen. Sport verbindet die Menschen. Bei Sport spielt Religion und Herkunft überhaupt keine Rolle.
Kontakte zwischen Einheimischen und Flüchtlingen werden hergestellt. Es werden Freundschaften begründet. Wir wollen, dass diese Menschen bei uns gut aufgenommen werden. Das ist ein Teil der Willkommenskultur, über die wir hier geredet haben. Deswegen ist es ein super Programm, was hier aufgelegt worden ist. Und von vielen ist ja gesagt worden, auch von den Kollegen der SPD, dass sie das mit unterstützen. Da bin ich sehr froh drin, dass wir hier diese Gemeinsamkeit fortsetzen, außer vielleicht kleinen Rumkritteleien, dass wir hier der Auffassung sind, dass wir in diesem Bereich Sport eine große Einhelligkeit im Hessischen Landtag haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Redebeiträge der Kolleginnen und Kollegen und die Unterstützung unseres Programms. Ich finde, Herr Kollege Greilich, dass im Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNEN die Leistungen der Landesregierung nicht überhöht werden. Nein, sie werden nach meiner Einschätzung angemessen gewürdigt. Ich will Ihnen kurz begründen, warum ich das so sehe. Ich finde, wir haben hier gemeinsam mit der Sportjugend einen Bedarf festgestellt in unserem Lande, um im Rahmen der Flüchtlingsarbeit gemeinsam mit den Sportvereinen etwas zu erreichen. Die Sportjugend hat eine gute Idee und hat diese gute Idee auch ausprobiert. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir das, was an drei Stellen im Lande mit zugegebenermaßen viel Aufwand, wie können wir das in ein Programm gießen, was am Ende für alle 426 Städte und Gemeinden nutzbar gemacht werden kann. Also, wir haben es praxisnah umgesetzt, wir haben es finanziert, und wir sind die Ersten in Deutschland, die das machen. Also, ich finde, da können wir uns schon einmal ein Stückchen für loben für das, was wir hier erreichen. Und seien Sie mir an dieser Stelle bitte nicht böse, wenn ich das auch aufgreifen möchte, die Kürzungen im Sport durch weiße Henker innerhalb der Kommunen, das kann ich nicht nachvollziehen. Es mag jetzt sein, dass es nur eine Wahrnehmung aus meinem kleinen Beritz sozusagen unmittelbar im Rheingold-Taunus-Kreis ist, aber dort sind in den letzten drei, vier Tagen sind die ganzen Berichterstattungen über die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen, über deren Haushaltsberatung gelaufen. Und in jeder dieser Städte und Gemeinden ist festgestellt worden, dass die Haushalte für das kommende Jahr mit einem Überschuss abschließen. Also so schlecht scheint die Finanzierung der Kommunen nicht zu sein. Das ist auch nicht groß verwunderlich. Erstens haben wir es auf neue Füße gestellt, und zweitens sind mit 4,3 Milliarden € die Kommunen so gut finanziert wie noch nie. Auch das, finde ich, sollten wir hier nicht vergessen. Wir haben, meine Damen und Herren, bei der Finanzierung des Sports, und da will ich ausdrücklich das aufgreifen, was Kollege Frömmrich gesagt hat, wir haben dort keinen politischen Streit im Lande. Ich finde, das ist auch gut so, das ist auch angemessen so. Weil wir sind auf die knapp 8.000 Vereine, auf die vielen Ehrenamtlichen angewiesen in unserem Land. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, dass wir das hier dann auch in einer entsprechenden Form miteinander diskutieren. Aber ich finde schon auch, es gehört dazu, dass wir dann bei einer solchen Gelegenheit auch deutlich machen, dass wir das auch sehr gut tun. Ich habe noch einmal auch im Zuge jetzt der Debatte und der Presseveröffentlichungen im Vorfeld noch einmal nachgeschaut, was haben wir eigentlich erreicht. Wir haben ein Sonderinvestitionsprogramm Sportland Hessen aufgestellt zur Sportstättensanierung, Modernisierung und Erweiterung. Seitdem dieses Programm existiert, seit 2007, haben wir 1.500 Bewilligungsbescheide mit über 40 Millionen € ausgegeben. Ich finde, damit machen wir deutlich, dass wir den Sport in Hessen gut und auskömmlich finanzieren wollen. Bei dem, was wichtig ist, also bei Biebrich 02, wenn ich das sagen darf, also was in den Vereinen gebraucht wird, Weiterführung der Vereinsarbeit, haben wir ein wirklich wunderbares Programm, wo eben die kleinen Dinge finanziert werden können. Auch hier haben wir über 2.000 Bewilligungsanträge für die Vereine nutzbar machen können, fast 5 Millionen € ausgekehrt in den letzten Jahren. Auch hier, finde ich, machen wir deutlich, dass wir uns um den Sport im Lande sehr gut gemeinschaftlich kümmern. Meine Damen und Herren, welches Ziel verfolgen wir? Wir wollen doch, dass wir die Menschen, die zu uns kommen und hier, die erst einmal zu uns kommen, unabhängig von der Frage, ob sie länger bei uns bleiben oder nicht, wir wollen die doch anständig und vernünftig aufnehmen, sowohl in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wie auch in den Notunterkünften, wie auch in den Städten und Gemeinden, wenn sie zugewiesen sind. Und wir sind dankbar für das großartige Engagement, was in den Städten und Gemeinden geleistet wird, auch
aus dem Bereich des Sports. Und das, was wir hier mit diesem Programm machen, ist im Grunde genommen, dass wir diese Hilfsbereitschaft, die existiert, an allen Stellen, und da hat der Kollege Greilich recht, 2 Millionen €, die wir hier investieren, werden vervielfacht durch das, was geleistet wird. Aber diese Hilfsbereitschaft so zu kanalisieren, dass sie in den Vereinen auch ankommt, bei den Flüchtlingen ankommt, dafür kann dieses Programm einen herausragenden Beitrag leisten. Und das ist das Ziel, was wir damit verbinden. Wir sind uns einig darüber, dass uns große Herausforderungen noch bevorstehen, dass wir hiermit einen Weg gefunden haben, dass wir ein fachlich fundiertes Vernetzen der Aktivitäten im Bereich des Sports für die Flüchtlinge erreichen können. Das haben wir, glaube ich, mit diesem Programm, Förderprogramm Sport und Flüchtlinge gut auf den Weg gebracht. Wie gesagt, wir haben diese gute Idee entwickelt. Wir haben sie praxisnah und unbürokratisch umgesetzt. Sie ist finanziert. Wir sind Vorreiter. Eine gute Idee. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zu Tagesordnungspunkt 63. Damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten. Herr parlamentarischer Geschäftsführer, ich war noch nicht zu Ende. Und ich rufe auf zur Abstimmung den Tagesordnungspunkt 73, Drucksache 19/2997 aus 19. Die dringlichen Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Landesprogramm Sport und Flüchtlinge. Darüber stimmen wir gleich ab. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind CDU, FDP, Grüne, SPD und Linke, also das ganze Haus. Damit ist dieser Antrag angenommen. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 64. Frau Kollegin Dorn zur Geschäftsordnung. Ja, Sie müssen mal. Das wäre auch eine gute Frage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte ankündigen, dass von unserer Seite, von der Koalition, auch noch ein Antrag zu diesem Thema gleich verteilt wird. Er ist schon online sozusagen allen sichtbar, aber leider noch nicht verteilt. Es wäre schön, wenn er noch berücksichtigt werden kann, wenn er dann vorliegt. Mir ist klar, dass es noch nicht bewertet werden kann, solange er noch nicht vorliegt. Trotzdem müssen wir natürlich auf ein parlamentarisches Verfahren achten, dass Anträge dann auch schon zu Beginn vorliegen sollten. Und das muss man dann eben auch entsprechend bitte zukünftig so organisieren. Vielen Dank. Also ich werde den Antrag dann aufrufen, wenn er mir hervorliegt. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, über die Dringlichkeit abzustimmen. Kollege Bellino, wollten Sie auch noch zur Geschäftsordnung? Gut.